Nach der Tour ist vor der Tour. Hallo liebe Freunde des Pedalierens. Ich habe heute das mal nicht regnerische Wetter ausgenutzt, also jedenfalls die Pause dazwischen, und bringe euch hier auf meinen vierten Teil des Havelradwegs. Hier hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, da sind die Anlegestellen für die Dampfer, also auch für die Fähre, die von Klado hierher fährt. In einer halben Stunde fährt sie rüber und kommt dann hier in Wannsee an. Die Fähre fährt stündlich, die fährt auch im Winter. Sie fährt nur dann nicht, wenn es Eis gibt. Also man kann zu jeder Jahreszeit die Fähre stündlich nutzen mit einem normalen BVG-Schein. So, da ist die Richtung, da geht es euch lang. Kehrt rechts. Hallo Retter am Wannsee, immer ein guter Zwischenstopp im Sommer und Frühling und im Herbst. Da sind also auch die Zeichen dran für den Europaradweg R1, der von Großbritannien aus hier rüberkommt und dann noch weiter nach Osten führt. Genauso für die Deutschlandroute 3, für den Radweg Deutsche Einheit, natürlich Berliner Mauerweg und der Havelradweg, den wir hier folgen. Die Wannsee-Babelsberg-Route, die kenne ich jetzt nicht, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Sehe aber, die geht auch hier übers Wasser mit einem der Dampfer bzw. mit einer der Fähre. Jetzt im Vorbeifahren der Hinweis auf das Gleisdenkmal, was da oben ist, ein Gleisgrab. Hier die Trennung großer Wannsee, kleiner Wannsee. Und da ist die Richtung Potsdam. Das Haus der Wannsee-Konferenz und die Liebermann-Villa liegen nicht auf der Strecke. Ansonsten hier 2 Kilometer ab kann man beides sehen. Hier auf der Halbinsel Wannsee verlassen wir die Bundesstraße, die viel befahren ist, den schlechten Radweg parallel zur Bundesstraße, und biegen in Richtung Pauninsel ab. Aber wir kommen nachher nochmal zurück auf die Bundesstraße. Das ist hier so ein leichter Anstieg, der zieht sich aber ein bisschen. Und hier sind auch da gerade schon so ein paar Rennradhorden an mir vorbeigezogen. Da war ich jetzt aber zu langsam, um die Kamera noch zu zücken. Jetzt ist natürlich gar nichts los. In meine Richtung war das jetzt natürlich eine herrliche Abfahrt. Und da drüben ist jetzt die Pfaueninsel. Die Pfaueninsel lädt im Sommer bestimmt zu einem schönen Besuch noch ein. Aber ja, ich brauche es heute nicht. Da kann man also wirklich auch einen halben Tag verbringen und auf der Insel wandeln. Für mich geht es jetzt weiter entlang der Havel in Richtung Moorlake und dann zur Wieniger Brücke. Die Havel ist übrigens nicht so wie die Elbe, so ein Schmelzwasserabfluss aus der Eiszeit. Sie ist tatsächlich hier ja, ein Quellfluss, der auch schon mehrfach die Richtung geändert hat. In den letzten 400 Jahren nicht mehr, aber früher lief es auch mal anders bei der Havel. Das Wirtshaus Moorlake hat mir auch so manches Mal geholfen, meinen Flüssigkeitsspiegel zu regulieren, aber nicht heute. Bin ich hier trocken, ja nicht. Kita und Schule, jetzt hier durch. Die Gliniker Brücke, die Brücke der Spione ist erreicht. Gegenüber haben wir hier natürlich noch ein bisschen Schlossanlagen. Hier gibt es hier noch Schlösser in der Ecke. Da bin ich aber im Rahmen meines Mauerradwegs 2018 ausführlich darauf eingegangen. Ich werde mal gucken, ob ich den verlinke hier. Und dann könnt ihr auch gerne da noch mal reinschauen. Na gut, ich versuche es noch mal zusammenzukriegen. Also, da hinten müsste Schloss Babelsberg sein, das da hinten müsste Cäcilienhof sein und Sanssouci ist noch nicht in Sicht. Wir sind zurück an der Bundesstraße 1. Bundesstraße 1, früher hieß sie mal auch Reichsstraße, ist also von der ursprünglichen Fassung her
Die längste Bundesstraße der Bundesrepublik Deutschland fing mal ursprünglich so in Königsberg an und geht dann bis nach Westen drüber. Ich glaube, hinter das Ruhrgebiet, genau wo genau hin, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und hat also damit eine Länge von deutlich über 1000 Kilometer. Dieses Mal habe ich den Hinweis nicht übersehen. Ich wusste, er muss irgendwo kommen. Und es geht jetzt erstmal hier rein in so einen Schulkomplex. Und dann muss ich mal gucken, wo jetzt hier der Hafenradweg tatsächlich weitergeht. Ich habe ihn letztes Mal verpasst. Jetzt sehe ich das Zeichen hier hinter dem weißen Auto versteckt. Ich muss da hinten hin, wo die Leute sind. Über mein Ziel hinausgeschossen, bin ich gerade mit Absicht. Hier auf dieser Brücke hier mit, kommt man rüber auf die Freundschaftsinsel hier in Potsdam. Von hier haben wir nochmal einen Blick auf die Rückseite des Doms. Ich gehe jetzt wieder runter von der Brücke und folge der Havel weiter flussabwärts. Der Blick zum Hauptbahnhof Potsdam. Alter DDR-Charme, der erhalten bleibt, finde ich auch richtig so. Es gibt ja auch eine DDR-Geschichte, die man jetzt nicht unter den Tisch kehren sollte. Und da hinten wieder der Dom. Alter Glanz entsteht neu, der auch verpönt war mal. Ja, ich bin auf der falschen Seite. Neben dem Filmmuseum da drüben ist eigentlich der Fahrradweg. Ich bleibe jetzt aber hier, weil ich darf in 300 Metern abbiegen. Dieses Center ist der Hinweis, dass man die Straßenseite wechseln sollte. Weil hier geht der Havelradweg weiter. Also diese als Fußgängerweg ausgeschilderte Strecke ist der Havelradweg, dem man jetzt folgen darf. Ich fahre mal außen herum, damit ich euch wenigstens noch das ehemalige Dampfmaschinenhaus zeigen kann, was nun einer anderen Funktion zugeführt ist. Ein kurzes Stück wird jetzt hier so über einen schlechten Anwohnerweg hier hoppelt. Eigentlich unverständlich, weil es gibt auch einen Uferweg. Ah, jetzt geht es wieder auf Fahrradweg. Glück gehabt. Aber egal wie ich meckere, ich glaube, jetzt kommt der Teil des Radwegs, auf den ich mich wieder am meisten freue. Oder? Ja, das ist für mich immer wieder der schönste Teil. Und den werde ich euch wieder komplett zeigen. Ich habe zu Hause übrigens ja so ein richtiges Porno-Teil als Fitness-Trainer, mit dem ich auch Kopfsteinpflaster und Fahren über Holzbohlen simulieren kann. Aber die sind so herrlich gleichmäßig, da rollt man drüber, als ob man über glatten Asphalt rollt. Nicht so wie hier gerade. Ja, da drüben ist Hermannswerder. Die Halbinsel Hermannswerder mit vielen Taros-Hotels und so weiter und so fort. Welcher Anachronismus. Hier sieht man so eine wunderschön gemachte Steganlage. Da auch ein hypermodernes Hausboot dran. Und dann steht es an so einem abgefuckten Kai hier. Unglaublich, unglaublich. Die Dame ist bestimmt nicht Ariel, die Meerjungfrau, sondern könnte vielleicht was mit dem Landesleistungszentrum Sport hier in Potsdam zu tun haben. Ins Blick kommt jetzt diese Anschiebebahn, wo Leute vom Leistungszentrum hier trainieren für Bobs. Die Anschieber kommen öfter mal aus der Region bzw. trainieren hier. Hier ist die Bahn dafür, auf der sie es üben können. Neu kann auch schön aussehen. Der Radweg geht quer über einen Campingplatz. Immer wieder schwer vorstellbar, dass sowas in Deutschland klappt. In anderen Staaten, na klar, aber auch in Deutschland geht sowas. Hier am Petzinsee
scheint die Balz der Gänse im vollen Gange zu sein. Die Lutherstadt Wittenberg war gerade mit 87 Kilometern ausgeschildert, wird aber nicht mein heutiges Tagesziel. In 5 Kilometern kommt dann erstmal Werder. Und dann, ja, ich fühle mich noch fit genug, geht es noch weiter in Richtung Brandenburg an der Havel. Brandenburg an der Havel sind übrigens auch noch 51 Kilometer. Also Lutherstadt Wittenberg, der Weg kann nicht direkt über Brandenburg dahin laufen. Da muss ein anderer Weg denn sein. Ja, wird sportlich vor Einbruch der Dunkelheit und gegen den Wind. Geltow, als kleiner Vorort vor Werder, jetzt nur erreicht. Über diese Brücke muss ich gehen, nicht über sie, aber über die eine. Und die Figuren, die hier stehen, gehen mir nach wie vor Rätsel auf. Wie immer eine nette Abfahrt von der Brücke. Wir sind jetzt schon in Werder drin. Die Altstadt befindet sich hier hinter versteckt. Dieser Abschnitt entlang der belebten Bundesstraße 1 ist natürlich dann nicht ganz so prickelnd. Andere würden jetzt vielleicht nicht zeigen, wenn sie sagen, der ist nicht zeigenswert. Aber ich zeige ihn genau deshalb. Ihr solltet auch wissen, was euch erwartet, wenn ihr mal nachfahren solltet. Bei der Rostbratwurst müsst ihr rechts fahren. Dann seid ihr auf dem Havelradweg. Ich bin ja nun verschiedene Wege schon nach Werder reingefahren. Das war jetzt mit Abstand am besten asphaltierte Straße gerade gewesen, die jetzt hier quer geführt ist. Jetzt bin ich hier auf so einer Zubringerstraße zum Altstadtkern. Aber die ist jetzt nicht mehr ganz so stark. Wieder einmal eine Pflanzpyramide zu bestaunen. Wenn da erstmal die Blumen richtig angewachsen sind und richtig blühen. Dann ist das ein echter Hingucker. Da werde ich hier glatt nochmal vorbeifahren. Das weiß ich jetzt schon. Der Bahnhof Werder ist jetzt erreicht. Das sind jetzt für mich knapp 25 Kilometer Fahrweg gewesen. Von Wannsee aus. Also wer jetzt so Bahnhofshopping macht, hat dann hier die Möglichkeit wieder in die Bahn zu steigen. Und dann beim nächsten Mal wieder von hier aus weiterzumachen. Jetzt muss ich mal gucken, ob man es gleich so sieht. Hier auf der rechten Seite wurde jetzt eine nagelneue Fahrrad- und Fußgängerbrücke gebaut. Aua, nee, aber die sieht man jetzt nicht. Besser als vorher. Vorher war über Treppen direkt neben den Gleisen sozusagen ein kleiner Weg. Der war aber wirklich nicht so schön. Dank des Banditen hier ist meine Biologie wieder im Einklang mit der Welt und an und für sich auch mit mir. Mit solchen netten Anblicken kann man die Wartezeit an den Gleisen und an der Schranke sich versüßen. Natürlich gibt es hier in Werder auch die Möglichkeit, sich mit Sachen des leiblichen Wohls zu versorgen und das auf die Strecke mitzunehmen, also Low-Budget-Versorgung. Natürlich auch hier gibt es genug Möglichkeiten, eine Unterkunft zu finden, wenn man es als Mehrtagesreise plant. Wieder mal hier ein kleiner, nicht so schöner Abschnitt. Die Autobahnauffahrt Werder-Glindow ist jetzt hier erreicht, irgendwie, wie die heißt. Es wird danach ruhiger. Bis hier muss man durchhalten. Dann kommt wieder 2 Stunden genießen, Minimum. Föben ist jetzt nicht für seine Pferdezucht bekannt. Trotzdem gibt es hier eine ganze Menge Pferde. Und die Autobahnauffahrt heißt natürlich nicht Werder oder Glindow, sondern die heißt Föben. Ja, ich fahre einfach zu lange nicht mehr Auto, ich bin zu abstinent geworden. Bei Föben, bei Glindow hier in der Ecke, da liegen natürlich auch die Glindower Alpen. Hier gibt es denn durchaus mal unerwartet starke Anstiege. Natürlich nicht hunderte von Metern, aber auch mal 2-stellige Prozente und bergauf.
Jetzt geht es also auch weg von der untergeordneten Straße und jetzt geht es direkt am Wasser lang, an dem dann gleich kein Autoverkehr mehr sein darf. Wunderbar, wunderbar. Unendliche Weiten tun sich auf, die Vorboten für das schöne Havelland. Das Havelland für andere ist das Acker, Acker, Acker. Aber für mich ermöglicht es einen Weitblick und das Gefühl der Größe, ohne dass ich auf einem Berg stehe und über die Wipfel gucken muss, weil so viele Wipfel sind nicht hier. Meistens ist es eben Agrarlandschaft. Immer wenn ich an dieser Stelle vorbeikomme, dann weiß ich, dass ich dem Andreas Velotourer noch eine Szene mit Trangia und gebratener Banane schuldig bin. Aber noch habe ich den Trangia zwar gekauft, vor so und so vielen Jahren, aber noch nie mitgenommen. War für mich immer irgendwie unnötiger Ballast. Ich gehe lieber essen, esse die Spezialitäten der Region vor Ort. Oder wenn ich low budget lebe, na, dann gibt es einfach mal Brot oder ein Brötchen und ein bisschen Bedacht dazu. Also plus 10 Grad bedeckt und in der Woche die ideale Zeit, um hier am Havelradweg alleine zu sein. Wunderschön. Die Fähre nach Ketzin legt hier normalerweise ab. Die soll wohl zurzeit in Wartung sein, fährt also derzeit nicht. Ansonsten auf der anderen Seite ist auch ein schönes Lokal direkt am Wasser gelegen. Also den Euro, glaube ich, was es kostet, um rüber zu fahren. Da was zu trinken, was nicht allzu teuer ist. Und dann wieder rüber zu kommen und hier weiterzufahren, die restlichen 32 Kilometer bis Brandenburg. Also es lohnt sich. Das Augebiet und Überschwemmungsgebiet der Havel. Hier steht sogar Wasser drin. Woanders redet man davon, dass es Wasserknappheit gibt. Also hier ist es gerade nicht nachzuvollziehen. Ich habe hier gerade einen Mann mit einem Mega-Stativ gesehen. Also an der Stelle schöne Grüße an Enrico Rahn von dem Kanal Enrico Rahn Landschaft und Natur, glaube ich, heißt es. Komm mal weg von deiner Oder. Komm mal hier in die Havel, da kannst du wahrscheinlich auch so schöne Aufnahmen machen, wie du es ja auch selber andauernd produzierst für deinen Kanal an der Oder. Diesen Knick in dem Deich, den verstehe ich nicht, aber man muss ja nicht alles verstehen. Man muss nur wissen, dass man hier nicht geradeaus fahren darf, ne? Sondern Ruhm. Einfach mal Ruhm. Jetzt kommt die einzige nennenswerte Erhebung des heutigen Tages. Ich glaube, es geht insgesamt 20 Meter hoch. Wir sind jetzt in dem Bereich, wo es auch den Werder Obst Panoramaradweg gibt. Also hier dominiert auch sehr der Obstanbau. Und auch hier wird viel Fruchtwein hergestellt, der wirklich lecker schmeckt. Und nicht so einen Kopf knallt, wie man sonst kennt vom Fruchtweinen. Jo, also ich merke, mein ganzes Indoor-Training zahlt sich doch aus. Also ich komme zwar immer noch nicht schneller die Berge hoch. Ich bin auch eher der Bergelefant als die Bergziege. Aber ich merke, ich erhole mich schneller. Das ist mal sehr schön. Hier an dem Hügel vor mir, da findet Sandabbau statt. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre man hier, weiß ich nicht, 200 Meter weiter am Havelradweg wieder. Und nun geht es etwa 1,5 Kilometer außen um den Hügel rum. Ach, wie schade, die so nach und nach geschaffene leichte Umfahrung des Drängelgitters, also da auch, wo man dann problemlos auch mal einen Kinderwagenanhänger oder dergleichen dann durchkommen kann, ist jetzt blockiert. Da drüben sind die Steine noch gewaltiger.
Also man muss dann hier tatsächlich umheben, wenn man da mit mehr durch will als nur einem einfachen Fahrrad. Sehr schade. Positiv ist zu vermerken, hier drücken langsam die Wurzeln durch und man scheint was an dem Weg zu machen. Sehr gut. Wir sind auf der anderen Seite des Berges angekommen. Für mich geht es jetzt da lang weiter. Hier konnte man früher noch vorsichtig durchfahren. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Der reine Radweg auf dem kleinen Vordeich da, der ist jetzt zu Ende. Jetzt sind wir hier in absolut ruhigen Straßen. Ja, hier fahren nur die Leute lang, die hier wohnen. Also hier brauchst du wirklich keinen Radweg. Das wäre Quatsch. Geldverschwendung. Jetzt kommen wir in den Teil, der ja mein persönlicher Favorit des gesamten Radwegs ist. Das sind die Dezer Erdelöcher, ehemalige Tonabbaulöcher, die unterdessen schon renaturisiert sind. So schaut es jetzt hier aus. Wunderschön. Hier rein in diesem Wanderweg liegt ein Komoot-Highlight. Das ist eine Drehbrücke. Die liegt aber bereits auf Privatgelände, also die kann man dann nur von Weitem besichtigen. Da bin ich schon mal reingelaufen. Hier hat man dann einen Bereich, in dem man auch rasten kann. Baden ist hier meines Wissens nicht erlaubt, weil Naturschutzgebiet. Also auf dem Dezerberg, an dem wir jetzt sind, ist der Turm zu erkennen. Der dient dazu, oder hat dazu gedient, bei der Landvermessung als Eichpunkt oder als Fixpunkt. Und ja, kann bestiegen werden. Der Weg hoch, ja, den größten Teil kann man fahren, denn er wird sehr zuckersandig. Ja, also ich konnte es ja nicht mehr fahren. Natürlich heißt der Dezerberg Götzerberg. Ja, es ist peinlich. Ja, Götzerberg. Jetzt geht es nach Schenkenberg in die Richtung, aber und auch nach Lenin, aber wir fahren jetzt hier lang. Es sind noch 16 Kilometer bis Brandenburg. Ich bin wirklich richtig perplex gerade. Hier war somit der schlechteste Asphalt, den ich gefahren bin. Da bin ich so gerne aus Kopfsteinpflaster ausgewichen, was ja auch mindestens 100 Jahre alt ist. Der Radweg ist ja neu gemacht. Wusste ich nicht. Sehr schön. Ich habe mich zu früh gefreut. Aber es ist zu sehen, da steht auch schon, muss ja sehen, was ich euch zeige, da steht also auch schon ein Bauschild. Und hier haben sie auch schon ein Stück der Strecke abgeschliffen. Und es ist zu erwarten, dass das wahrscheinlich bis zum Sommer gemacht wird, diese, naja, 250 Meter. Wenn man sich da durchgekämpft hat, wird man so entschädigt. Klasse! Das Wasser ist so richtig, sieht so sandig aus, gelbig, sandig. Oh, ein Specht. Alles gut, vielleicht vom Regen von heute Morgen noch und von gestern, vorgestern. Bei nächster Möglichkeit links, das ist jetzt der kleine Wermutstropfen der Strecke hier. Jetzt werden wir hier nach links zurück auf die Bundesstraße 1 geführt, auf dem breiten Radweg parallel zur Bundesstraße. Wir haben aber jetzt auch Feierabendverkehr. Dementsprechend wird es schlimm. Theoretisch könnte man hier irgendwo den Weg in diese Richtung weiterziehen. Praktisch
praktisch müsste man dann einen Fahrradweg durch das Überschwemmungsgebiet bauen. Die Wiesen, Havelwiesen werden ja wirklich regelmäßig überflutet. Da müsste man sich schon noch was überlegen, ob man es auf den Damm setzt richtig. Wenn es auf den Damm setzt, dann können die Wiesen nicht richtig fluten. Naja, also wir werden wohl weiterhin als Reiseradler mit der Lösung Radweg begleitend an der Bundesstraße 1 leben müssen. Hui! Sieht ja fast so aus, als ob hier ein Lärmschutzwall gebaut wird. Wahrscheinlich kommt ja ein neues Baugebiet hin. Ja, bestimmt sogar. Bushaltestelle. Mein Gott, hier ist ja richtig groß aufgezwungen. Interessant. Straße wird schon gebaut. Na. Baugebiet Golwitz, ja. Brandenburger Bank. Peinlich. Wir sind ja dabei. Ja, also, wenn ihr in Richtung Brandenburg, in Richtung prosperierende Stadt Brandenburg ziehen wollt, dann in Golwitz, 8 Kilometer vor den Toren von Brandenburg, gibt es Quartier zu erwerben. Das ist nur der Radweg. Er führt einen Anwust vorbei nach Brandenburg. Ja, ist gerade mal ein bisschen ruhig auf der Straße. Es geht also. Mir schwant Böses, wird ja Landwirt hier wohl sagen. Sind doch ein paar Schwäne. Wir sind gleich am Bahnübergang bei Wust. Brandenburg wird eigentlich auch hier entschärft gerade. Also entschärft insofern, dass jetzt hier für die Autos zumindest eine Brücke gebaut wird, die über die Bahn geht, sodass hier der Stau wenigstens nicht mehr hier ist. Der wird wahrscheinlich mit rein in die Stadt verlegt. Bis August 2023. Ich denke mal, die Radfahrer, die dürfen sich hier weiterhin durchplagen. Allerdings wird es ja ein bisschen entspannter, wenn die Autos weg sind. Da muss man nicht mehr einen schlechten Gehweg fahren, dann kann man wenigstens auf der schlechten Straße fahren. Ja, hört sich echt schon viel besser an. 150 Meter hinter den Bahnschienen beginnt dann Brandenburg. Wir sind also jetzt drin. Jetzt geht es hier noch ein bisschen durch ein, ja, quasi Vorort. Schmerzke liegt hier gleich um die Ecke. Also das ist ein bisschen wie ein Vorstadt. Dann kommen erstmal Tankstelle, Tankstelle, Tankstelle und ein Reudiger Radweg. So stellt sich für uns als Radfahrer erstmal Brandenburg dar und hinterlässt einen faden Beigeschmack. Dann wird es aber besser, ich verspreche es euch. Und ich sehe gerade jetzt hier im März 2023 am Radweg und am Weg insgesamt wird gearbeitet. Also so räudig ist jetzt das gar nicht mehr. Wow, das ist hier sogar fertig. Das wusste ich gar nicht. Ich bin ja extra nicht lang gefahren. Warum auch? Warum soll man sich freiwillig quälen? Masochist bin ich nicht. Ja, sieht doch gut aus. Also hier ist die ganze Böschung bearbeitet. Vielleicht verändern sich ja tatsächlich ein bisschen die Wegeführung. Okay, also ab Eisenbahnbrücke fängt der alte Standard wieder an. An der Tankstelle vorbeikommend ging es früher hier rein, an den zentralen Platz, an den Neustädtischen Markt. Aber nein, jetzt nicht mehr. Der Radweg wurde geändert. Der Havelradweg ist innerhalb Brandenburgs um, ich denke mal, etwa 4 Kilometer verlängert worden. Früher wurden alle interessanten Bereiche ausgelassen. Jetzt sind wenigstens die interessanten Bereiche Brandenburgs auch im Bild. Man muss sie sich nur dennoch erradeln zusätzlich. Der Radweg geht jetzt weiter bis an den Bahnhof Brandenburg ran und dann durch das Tor von Brandenburg, wie es ja hier manchmal schon genannt wurde, den zentralen neuen Eingangsbereich der Stadt in die Stadt rein. Hier ist auch ausgeschildert oben. Hier entlang. Der Weg lässt sich trotzdem einigermaßen fahren, obwohl das Kopfsteinpflaster ist. Also gibt's Schlimmeres. Nach 70 Kilometern mit Blick auf das Pauli-Kloster ist nun für mich der Havelradweg Teil 4 beendet und nun geht's auch gleich für mich zur Bahn, weil 18 Uhr
Ich steige in meinen üblichen Zug, wenn ich nach Hause fahre, um 18.20 Uhr. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Ist ja mehr oder weniger durch Zufall entstanden, weil ich habe heute am Arbeitsplatz gemerkt, dass ich vergessen habe, die Kamera auszupacken. Und dachte mir, Mensch, du hast ja noch ein paar Überstunden, denn Wetter soll ja sein, also ab 18 Uhr soll es regnen. Dann dachte ich mir, dann springe ich doch mal schnell nochmal aufs Fahrrad, bummel ein paar Stunden ab und zeige euch einen weiteren Teil vom Havelradweg. Ja, das ist nun damit geschehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen und auch beim nächsten Mal ist die Kette wieder rechts. Ach ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der Havelradweg in Brandenburg weitergeführt wird, dann schaltet doch bitte ein in meinem nächsten Video.